Ja. Hallo. Christian. Hallo. Daniel. Silvana. Und Esther sind bei Johannes zu Besuch. Es ist Samstag, 3. Advent. Vor 3 Jahren haben sie alle noch hier gewohnt. Die Küche ist immer noch die gleiche. Johannes ist der Einzige, der noch im elterlichen Haus wohnt. Hat hier seine eigene Wohnung. Das ist mir Johannes, sein Kühlschrank. Johannes! Alkohol. Der ist unten. Was hat sie gesagt? Wir wundern uns gerade über deinen Kühlschrank. Wir denken gerade darüber nach, was du so isst jeden Tag. Also du bist Alkoholiker. Vom Kühlschrank her zu Nein. Fängt es morgen mit Bier an, dann geht es mit Sekt weiter und abends wieder ein Bierchen oder ein Schnäpschen? Ich oder genieße was das Hotel. Mein Frühstück esse ich unten. Heute wollen die 5 zusammen Plätzchen backen. Genauso wie schon vor 17 Jahren. Hier mit 5. Und jetzt ganz vor. In Johannes Wohnung wird erst einmal der Glastisch abgedeckt, bevor Mutters Backbretter zum Einsatz kommen. Ganz andere Plätzchen als früher sollen es werden. Jeder wollte eine Sorte Teig mitbringen, damit es 5 verschiedene Geschmacksrichtungen werden. Aber die Individualisten haben sich alle für die gleiche Sorte entschieden. Warum machen denn alle Nougat? Ja, sorry, wir haben uns halt nicht abgesprochen. Johannes, du kannst doch anfangen. Ja, Christian, ja, wir haben was mitgebracht. Ich mache Engelsaugen, das ist ja mit Marmelade, aber Esther und Daniel haben irgendwie beide beschlossen, Nougat zu kaufen. Und der Johannes hat anscheinend auch Nougat im Kühlschrank. Und was hast du mitgebracht? Nichts. Ich habe mich mitgebracht. Ich unterstütze einfach die Silvana ein bisschen, habe ich gedacht. Und dann verabschiedet sich auch noch Johannes plötzlich. In einer halben Stunde gehen, gell? Denn er hat einen unaufschiebbaren Termin. Geboren sind die 5 im Januar 99 in Heidelberg. Im 7. Monat werden 3 Jungs und 2 Mädchen im Minutentakt per Kaiserschnitt entbunden. Die Erleichterung der Eltern ist groß. Alle 5 Kinder sind absolut fit. Super. Ja, die sind sehr gut drauf. Jetzt haben sie es geschafft, die 5 wieder. Die Kinder bekommen nur Sauerstoff. Keines von ihnen muss beatmet werden. Sie wiegen zwischen 875 und 1070 Gramm. Ja. 3 Monate später. Esther. Christian. Daniel, Johannes und Silvana geben ab jetzt zu Hause den Ton im Hause Beutelspacher an. Ursula! Ja? Wie viel hat Daniel getrunken? 110. 110, sehr schön. Nee, halt 100, Entschuldigung, 100 bloß. Gut. Jede Mahlzeit wird notiert, damit die Kinder ausreichend Milch bekommen. Denn Frühgeborene brauchen häufiger Milch als reifgeborene Babys. Tschüss, Silvana ist jetzt auch Hunger kriegen. Ursula, kann das sein, dass die Mädels jetzt dann beide Hunger kriegen? Ja. Für die Eltern bleibt keine freie Minute mehr. Nee, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Absolut nicht. Also, man kriegt Aggressionen, wenn sich das Kind zum 3. Mal vollgekotzt hat am gleichen Tag mit irgendwelchem Essen oder sie sind einfach nicht gut drauf, die Kinder. Das passiert doch. Die 5 sind grundverschieden und streiten viel. Und Einzelne entwickeln sich zu kleinen Rebellen. So isst man nicht. Jawohl, bockige Silvana. Kritik. Alles ist hart. Jetzt reicht's mal, junger Mann. Wie heißt das magische Wort? Weißt du, könntest es ein bisschen freundlicher sagen, junger Mann. Am Wochenende herrscht bei den Beutelspachers ein striktes Regiment. So, Freunde, wer kommt mit dem Papiertisch stecken? Wir müssen Sachen, Tasse raustragen, Teller raustragen. Wer kommt? Wer kommt? Mit 3 Jahren wissen alle schon ganz genau, worauf es ankommt, wenn Papa zu Hause ist. Ein Teller raus. Christian, nimmst du einen Teller bitte raus auf den Tisch? Teller raus. Johanna nimmt einen Teller mit und Daniel nimmt einen Teller mit. Abflug. Es funktioniert schon gut. Meistens.
Tradition ist bei den Beutelspachers großgeschrieben. Halt, stopp, ich sage jetzt los. Geht 1, 2, 3. Lasst uns los. Besonderes Augenmerk liegt auf der musikalischen Grundausbildung der Kinder. Bei uns war es echt immer so, dass wir eigentlich immer irgendwie so ein Lied zusammengesungen haben, wo ungefähr jeder so einigermaßen den Text kannte oder so die erste Strophe. Jetzt also 1. Oh. Warte, ich bin jetzt hier an. Auf 3 geht's los. Das ist ja so eine Tradition, die Mama schön findet. Die Folgejahre wird bei den Beutelspachers weiter geübt und an Johannes' Karriere gefeilt. Schon früh durften die Kleinen bei allen Weihnachtsvorbereitungen mithelfen. Der Weihnachtsmorgen begann mit Tannenbaumschmücken. Es war immer so ein schöner Moment, wenn man mit dem Papa zusammen am 24. den Weihnachtsbaum geschmückt hat. Und auch der Rest des Tages folgte einem festen Ritual. Es musste immer alles aufgeräumt sein und ordentlich sein. Und danach musste jeder unter die Dusche hüpfen und musste sich in sein Festoutfit schmeißen. Und, also das war schon die Tradition. Daran kann ich mich auch noch gut erinnern. So, rechts und ja zwei links. So, und daneben. Dann endlich kam das Christkind. Jetzt dürft ihr kommen. Und jetzt hören wir die Weihnachtsgeschichte und dann packen wir aus. Ja, also ich fand es schon immer schön, dass wir die Weihnachtsgeschichte noch gelesen haben. Aber natürlich hätte man am liebsten direkt seine Geschenke ausgepackt. Der Engel trat zu ihnen und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie. Aber wenn ich jetzt im Nachhinein zurückdenke, dann war das schon immer schön, dass wir das auch so traditionell gemacht haben. Und dass es dann auch immer so ja, eine Tradition gab, an die wir uns gehalten haben, so ein Ritual. Jetzt? Mal da auspacken. Da sind Kleber dann drauf. Und ich muss das. Oh, ist die schön. Mensch, Schatz, Christkind, das gelbe Auto gebracht. Das gehört nicht dir, Schatz. Wem gehört denn das? Ich würde sagen, du hast gerade eben der Mama ihr Geschenk ausgepackt, was du der Mama geben solltest. Hm? Das hat doch die Frau Roda, hä? Mensch, das ist ja klasse. Das hat nämlich... 20 Jahre später sieht Johannes so aus, wenn er nicht beim Friseur war. Hallo, hallo. Hallo, was hast du denn da machen gemacht, Chef? Hast du eine Dauerwelle jetzt drin? Natürlich. Echt? Ja. Warte. Das schmeißt du weg. Steht dir. So ein kleines Schaf. Mit den Backergebnissen von heute sind sie aber alle ganz zufrieden. Christian fällt ein Urteil. Ja. Ich meine, ich habe ja kein Rezept rausgesucht, aber ich bin mit den Rezepten, die anderen rausgesucht haben, bis jetzt. Haben sie gut gemacht. Sie, wenn du jetzt was anderes sagen kannst. Bis auf die vom Johannes ein bisschen trocken geworden, aber ich glaube, das liegt einfach daran, dass wir die ein bisschen zu lange im Ofen gelassen haben. Lecker. Überhaupt nicht trocken. Nein. Nein. Schmeckt so stark. Er ist super saftig. Begonnen hat diese Leidenschaft schon mit 3 Jahren. Und schon damals zeigten die 5 ihre Persönlichkeiten. Für uns war das ja irgendwo normal, dass wir unsere Kochmützchen hatten und die Schürzen. Und ich glaube, für die Mama war es deutlich anstrengender als für uns. Wir hatten da ja immer richtig Spaß dabei beim Plätzchenbacken. I'll never forget the moment we kissed the night of the hayride. Hast du ihn selber gemacht? Ja, immer mit Rosen. Und wonach schmeckt der Bär? Stechst du lieber so toll mit Heißen? Das schmeckt gut. Und 4 Jahre später kämpfen die 5 immer noch um den Teig. Da ist mir auch eine Szene im Kopf geblieben, wo der Johannes einfach mit einem ganzen Teigbollen wegläuft und ihn einfach alleine gegessen hat, ohne uns was abzugeben. Hey,
Ja, in dem Moment fand ich schon blöd. Und ich weiß gar nicht, ob es der Daniel dann war oder ich, der ihm dann noch eine mitgegeben hat. Gib den Teig her! Ah, das war schon sehr frech. In dem Moment war ich dann schon sauer auf den Johannes, natürlich. Heute sind sie erwachsen. Und da sie sich immer seltener treffen, freuen sie sich in diesem Jahr besonders auf das Weihnachtsfest.